Nach diesen 3 Monaten wurde ich in die kleine Sperrgasse im Sammlager überstellt. Nach Verbüßung sozusagen der Haft. Nicht? Nur habe ich dort natürlich alle Leute gekannt, weil die Ordner ja von der Kultusgemeinde waren. Und ich kannte auch den Großteil der Referenten sozusagen von der Gestapo, da wir sie ja eingerichtet haben und eigentlich ja auch unter ihrer Aufsicht standen, denn diese Öffnung und Ansammlung der Kisten und dieser Vermögenswerte waren ja unter Aufsicht der Kommissar Zeitelberger und Becher und so, verschiedene. Und die haben auch versucht, mich zu halten, sozusagen. Ja, sie haben ein gutes Wort für mich eingelegt. Aber es hat nicht viel genützt, denn es kam der Brunner 1, wenn sie wissen. Und der Brunner 1, man hat ihm das zwar gesagt, da war auch der Brunner 2 bei dieser Kommission und hat ihm gesagt, also wer ich bin und so weiter. Es haben 50 Leute zum Transport noch gefehlt, das war normal. Und da bin ich dann mit dem Transport am 26. Jänner 42 nach Riga gekommen. Und von dort kam ich dann nach 5 Tagen nach Riga. Das war der bittere Winter 41-42. Wir sind Wahnsinn, die Leute sind ausgestiegen und hatten Erfrierungen dritten Grades und die Füße, Hände, alles. Nur hatte ich, so begann eigentlich auch mein Glück teilweise, dass ich das Ganze auch so überlebt habe. Ich bin hier weggefahren und alle, wo die Ordner der Kultusgemeinde haben ja die Leute einwaggoniert. Nicht? In die Waggons. Und sie wussten, dass der erste Waggon geheizt ist, weil der unmittelbar nach der SS war. Das war der einzige Waggon, der geheizt war. Und dort haben sie mich untergebracht und haben mir auch mein ganzes Gepäck, was ja niemand gehabt hat, in den Waggon gebracht. Worin bestand Ihr Gepäck? Mein Gepäck bestand aus 7 oder 8 Koffern. Ja. Das ist von Bekleidung und Grammophon und so, also alles. Nein, und dann haben ja auch die Burschen, während ich im Gefängnis war, und sie ja wussten, wenn ich rauskomme, dass ich wegkomme, ja, haben sie mir alle von zu Hause auch gebracht, Bettzeug und so Verschiedenes, damit ich mir, weil wir wussten ja ein bisschen was, ne, haben wir gewusst, dass man sich damit ein bisschen über Wasser halten kann. Was auch zugetroffen ist. Naja, dort angekommen, in Riga angekommen, ist die ganze Partie, also wir waren 1250 Leute und von diesen 1250 Leuten sind 1200 ins Ghetto marschiert. Also, wie ich schon vorher erwähnt habe, war ein schrecklicher Winter. Ja. Und es war alles eingefroren, sämtliche Toiletten etc. Es war grausam, es hat fürchterlich ausgesehen. Und
Die Leute kamen aber ins Ghetto und wir 50, man hat die Jüngsten rausgenommen sozusagen und kräftigsten aussehend. Ja? Und wir mussten die Waggons reinigen. Ja? Und da zwischendurch habe ich natürlich schon gesehen, dass Leute, die nicht gut bei Fuß waren oder und so weiter, auf die Waggons raufgeworfen wurden, die dann weggekommen sind und es wurde geschossen. Wir wurden empfangen von der SS und von lettischer Polizei. Also es war für unsere Begriffe, für unsere europäischen Begriffe dort anzukommen eigentlich. Also wir kamen ja noch verhältnismäßig aus gesitteten Land und dort hat man festgestellt, dass was eigentlich ein Menschenleben ist, nicht? Und da war mein erster Gedanke, das werde ich auch nicht vergessen, ich habe eine große Apotheke mitgehabt. Und da habe ich mir gedacht, die fresse auf. Mit all dem. Das war das einzige Mal, wo da war ich so down, wie das gesehen habe, da war ich weg. Also, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kommt das zweite Wunder, das sich ergeben hat. Das Ghetto war circa 2 Stunden vom Bahnhof Shirokawa entfernt. Ja? Und die Leute wurden dorthin geführt. Im Gegensatz durften junge Leute, die schon im Ghetto waren, mit großen Schlitten zum Bahnhof kommen, unter Aufsicht natürlich, ne? Und durften auf diesen Schlitten Brot aufladen. Ja? Und ich bin dort vorbeigegangen bei einem Mädchen auch, die mit einem Schlitten dort gestanden ist, und die sagt zu mir: Du bist der Kurtl Steinbach. Sag ich, ja. Ich habe sie im Leben nicht gesehen. Noch nie. Und sie sagte zu mir: Das Gepäck, wenn du was hast, das ist alles im Eimer. Wenn du kannst, bring es her. Die Leute, die haben ja kein Gepäck gehabt im Allgemeinen, weil das war in die Waggons drinnen. Und hatten nur ein Handgepäck. Und das hat man ihnen dann im Laufe des Wegs, 2 Stunden, wenn es ihnen so schwer geworden ist, auch abgenommen und es war weg. Und ich hatte ja im ersten Waggon, also wie gesagt, mein ganzes Gepäck. Ich bin zu dem Gepäck, ich habe das geholt, habe es zu den Mädchen hingebracht. Das sind so Schlitten gewesen, die größer wie der Tisch waren. Das sind in Riga nicht so Kinderschlitten, so riesige Dinger gewesen. Und sie hat das Gepäck unten hingelegt, also aufgelegt, hat der Decken drüber gegeben und oben Brot. Und so, wie wir dann abends ins Ghetto gekommen sind, habe ich als Einziger im Ghetto erst mein Gepäck gehabt.